Servus Freunde und herzlich willkommen hier in Watkins Glen in Forza Motorsport 5 zum letzten Rennen mit unserem Stormtrooper Pace Car mit dem Audi RS6. Dort werden wir hier um die Meisterschaft kämpfen und versuchen das letzte Rennen auch noch mitzunehmen, 4 Runden haben wir zu fahren. Wir starten das Ganze gleich mal ungefähr dieselbe Distanz wie mit dem NASCAR, nur dass wir bei weitem nicht so schnell sind. Das heißt, das Rennen wird ein bisschen länger dauern. Und schon gleich mal in der ersten Kurve durchgesetzt, bis auf Rang 3 vor. Gleich mal reingesetzt im Windschatten hier vom anderen RS6. So. Können wir den Schwung besser mitnehmen als wieder Maserati? Sobald er schalten muss, ist er weg und da sehen wir ihn schon hinten. Und da biegen wir ins Führende ein und so wie es von Safety Car natürlich gehört, schön ganz vorne. Muss so sein. Also Safety Car muss vorne entlang fahren und hinten nach das Feld. Wäre auch was für die Formel 1 von RS6 Safety Car, oder? Ne, das wird glaube ich vom Speed hier nicht mitgehen können. Ja, da würden glaube ich die Formel 1 Fahrer noch mehr fluchen. Aber ne, 8 wäre geil in der Formel 1 als Pace Car. Mal weg von Mercedes hier. Zwar nichts gegen Mercedes, aber es wäre mal eine Abwechslung geil. Und Mailänder kehrt zwar, glaube ich, sogar zur Mercedes-Flotte dazu, ist, glaube ich, auch bei Mercedes angestellt. Zumindest Markenbotschafter von Mercedes, was ich soweit in Erinnerung habe. Aber naja, das kann man ja ändern. Viel zu spät angebremst. Warum ist ja andauernd so ein komischer Effekt rundherum? Stört mich. So. Option. Hat, müsste das dann sein. Cockpit, Simulation, Schadenkarte. Distanzanzeige, Einheit, Geister, Zurückspulen, Rennleistung. Nee, das kann ich nicht ausstellen. Stört mich aber ein bisschen. Egal. Nur ganz leicht über den Körper rausgekommen und das gilt dann schon als Überschreitung der Streckenlinien. So, jetzt sind wir ja enger rum. Wir haben schon mal knapp 160 Meter Vorsprung hier auf dem Zweitplatzierten. Nee, sogar knapp 200 gleich. Jetzt wieder viel verloren. Oh, das ist aber jetzt auch die Zeit, die futsch ist. Was gut ist, ich brauche mir jetzt aufgrund der Meisterschaft keine Sorgen machen, der Kollege ist da weit hinten. 130 Meter ist schon mal ordentlich. Oh, Gott sei Dank sind wir auf der Strecke geblieben.
Schauen wir mal, ob wir jetzt in der letzten Kurve dann auch mal was rausholen können. 200 Meter schaffen wir auf alle Fälle wieder. Jetzt haben wir es auf jeden Fall besser durchfahren wie vorhin. Mit dem Dickschiff hier unterwegs zu sein, ist generell nicht gerade einfach. Wir waren längst immer. Auch ein bisschen zu spät eingelenkt. Nein, ich krieg die Kurve nicht hin. Oh, die Reifen blockiert. Auch sogar eine halbe Sekunde hier rausgeholt jetzt. Oh, die Kurve haben wir jetzt echt super erwischt, das erste Mal. Da vorne haben wir dann die Linie, dann haben wir die Meisterschaft absolviert. Wir haben auch hier alle drei Punkte wieder mitgenommen von dem Mozart. Das heißt, da haben wir auch wieder das Maximum rausgeholt. Also es wundert mich allein schon beim Start hier, dass wir noch nicht über die Streckenbegrenzung gekommen sind. Aber gut, wir hinterfragen das Ganze nicht lange. Wir haben jetzt die 2000 Punkte gekriegt und stehen somit zweimal jetzt am Stocker ganz oben. Das ist natürlich richtig geil. Aber ich dachte ursprünglich nicht, dass wir das noch schaffen werden. Platz auf dem Siegerpodest. So, haben wir die 1,5 Mille komplett. Sogar ein bisschen mehr. Wir nehmen wieder die 50.000, weil das Auto... Ich brauche nicht unbedingt den California Turbo. Die C32 nehme ich mit Sicherheit auch nicht. Die Hälfte des Wegs bis zum Forza Drivers Cup ist jetzt geschafft. Ab sofort steht Ihnen die Profimeisterschaft offen. Uhu. Nur weiter so. Die Profimeisterschaft? Gut, ob wir jetzt Profis sind, das ist fraglich. Aber da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich mal weiterfahren. Domination. Dann die Masters und dann der Forza Drivers Cup. Eine abwechslungsreiche Palette an Autos und Geschwindigkeit zu bieten. Mit anderen Worten, hier kommen sie ordentlich ins Schwitzen. Kein Rennen wird dem anderen gleichen. Aber das macht den Reiz doch aus, oder nicht? Ich finde schon hier. Gehen wir gleich mal rein hier in die Profimeisterschaft. Da haben wir einerseits hier die Early Sport Touring, dann die Formula 70s. Wir haben die Vintage GT Racing, wir haben die Rebirth of Muscle. Dann Supercars Championship, das sind die V8. Dann MX5 Spec, also Mazda MX5 Cup. Dann Sportwagen Touring. Die werden wir, glaube ich, als nächstes fahren. Dann die Modern Offroads. Wird auch interessant sein. Und die Forza GT Klasse. Und die werden wir auf jeden Fall auch noch bestreiten. Aber erstmal hier Ford RS200 Duell mit Cam Block im Ford RS200. So, rein damit. Immer dieser Ken Block hier.
And so that's when I really started watching and paying much more attention to rally, was mid to late 80s, and that's when Ford had the RS200, which was their foray into the groupy era, and it eventually got stopped because the cars became too fast to race, people were starting to die. So they moved on to a slower era, and the RS200 is my all-time favorite car of any car on the planet. So, das ist sein Lieblingsauto und da werden wir gleich mal hier antreten. 18.000 Punkte brauchen wir gesamt, kriegen tun wir für das hier, keine Ahnung wie viel, 800 für das Schaurennen. Ja, Schaurennen müssen wir sowieso gewinnen. Dementsprechend gehen wir gleich mal Gas hier. Vielleicht nicht allzu viel verlieren. Alter, ich verstehe, warum das seine Lieblingskarre ist. Alter, macht das Laune zu fahren. Das Ding geht vorwärts. Aber Ken Block besitzt den Wagen nicht mal, also er hat gar keinen, er würde gerne einen haben, hat er mal, glaube ich, im Interview mit Michel gesagt. Aber er besitzt keinen, so viel weiß ich. Komm rum. So, drüber über die Brücke. Vollgas hier. Sache, das Ding dreht bis 9000. Aber Ken Block lust hier mal richtig ab. Wir werden jetzt dann aber auch wirklich die KI-Schwierigkeit hochstellen. Oder ist die Scheibe ein bisschen kaputt? Gut, er wandert jetzt dann in unserem Besitz, von dem her ist es egal. Die Scheibe repariere ich wieder. Dass Ken Block gar keine Chance hat.
Das ist ein enormer Abstand, den wir hier haben. Das wäre, glaube ich, mit unschlagbar nicht viel kleiner gewesen. Wir haben die 500 schaffen wir bis zur Linie, jawohl, 500 Meter Vorsprung, ein halber Kilometer auf zwei Runden. Das ist heftig. Das ist beim besten Willen heftig. Zeitabstand von 13 Sekunden und die schnellste Runde war ich um 7 Sekunden schneller ans R. Aber wir speichern mal hier die Aufzeichnung. So, und dann setzen wir mal hier fort und klassieren den Wagen hier ein. Ist auch ein richtig geiles Auto, der RS200. Ja, von dem gibt es aber nicht anzufinden. Das heißt, dass man den irgendwann mal besitzen könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist eher klein. Oh, da haben wir den Kollegen. Gut, da geht es noch weiter. 7, 8, 6, 7, 8. Okay. Gehen jetzt aber mal hier kurz raus, denn ich bin hier mal den Fahrer anpassen. Und zwar Forza Favorite, da haben wir auch wieder welche gekriegt. Und zwar einerseits hier den Könner. Dann haben wir hier den für vorausschauende Rennfahrer Microsoft. Klimkana habe ich eigentlich schon mehrmals gekriegt, aber gut. Und hier für vorausschauende Rennfahrer. Gut, ist jetzt nichts Besonderes. Welchen haben wir dann noch neu? Ja, wirklich jetzt ein Rennen. Wir nehmen mal den hier. Den hat man noch nicht. Gut, schauen wir mal rein in die Sammlung. Geht es jetzt nach unten auch nochmal weiter? Ne, bei 5 legendär ist Schluss. Die können wir jetzt auch kaufen. Die sind aber halt teuer. Also wenn man da schaut, die kosten schon ordentlich was, die ganzen. Wobei hier FXXK, Regera, die sind alle gesperrt. Muss man wahrscheinlich irgendwie gewinnen, keine Ahnung. Aber ansonsten haben wir schon einiges an Autos hier. Also, holla die Waldfee. Schon langsam haben wir ja ein paar. Formula Mazda ist, glaube ich, auch ein Ding, was richtig gut vorwärts geht. Naja, sei es drum, ich bin an dieser Stelle raus. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung super. Ich weiß, die Folge ist heute ein bisschen kürzer, aber dafür waren auch die letzten Folgen alle immer ein bisschen länger. Deswegen bin ich jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.